Defensiv war es okay, erste Hälfte. Ausgeglichenes Spiel, Peter hat es gesagt, von Taktik geprägt. Keiner wollte zu großes Risiko gehen. Und ja, dann geht es noch in die Halbzeit. Zweite Halbzeit wollten wir das Spiel gewinnen. Natürlich auch mit 10 Mann denkt man, dass es einfacher wird. Aber der Gegner war sehr gut organisiert und es ist nicht gerade unsere stärkste Disziplin, dass wir so einen tiefstehenden, gut organisierten Gegner auseinanderspielen. Und so haben wir uns wenige Chancen erarbeitet. Bei den wenigen Chancen hatten wir nicht das notwendige Glück. In der guten Phase der Freistoß zum Beispiel von Bobadilla, die Chance von Altintop oder auch der Kopfball von Klavan und Finn Bogason. Die Möglichkeiten waren da, aber dafür brauchst du auch das notwendige Glück, das wir heute eben nicht hatten. Auch in der ersten Hälfte ist ein klarer Elfmeter bei dem Handspiel von Modest. Und ja, dann ist es so, dass du eben kein Tor erzielst und dann machen wir mit dem Punkt auch gerne weiter. Ich glaube, seit heute können wir direkt nicht mehr absteigen. Das ist auch schon mal Erfolg für eine Mannschaft, die am 12. Spieltag ja, richtig Tabellenletzter war mit Abstand. Und jetzt werden wir schauen, was die Konkurrenz macht. Wir werden dann schauen, wie viele Punkte wir noch brauchen und die werden wir dann auch in den letzten beiden Spielen holen. Dankeschön.